hier ein bisschen über unsere Open-Source-Strategie spezifisch zum Thema OfficeSuite sprechen zu dürfen. Ich kann sagen, ich bin seit 18 Jahren am Bundesgericht. Wenn unsere Open-Source-Philosophie oder Strategie nicht positiv gewesen wäre, wäre ich heute nicht hier, um davon zu sprechen. Also, kurz die Agenda. Doch noch, was ist das Bundesgericht? Weil ich weiß, es gibt nicht nur Schweizer, weil die Schweizer sollten es wissen, um was es geht. Dann unsere Strategie. Wir haben mit StarOffice angefangen und sind jetzt bei OpenOffice. Vielleicht einmal in Zukunft bei etwas anderem. Mal sehen. Einige Tipps zur Migration, weil wir haben das auch durchgemacht. Oder auch, wie kann man leben mit Open Source? Und wenn man im Parallel dazu noch Microsoft Office hat, Bundesverwaltung gleich 40.000 Sitze. Wir sind nur 400 Sitze in diesem Sinne Benutzer und 40.000 haben Microsoft Office in diesem Sinne. Und dann kurz noch, was haben wir realisiert mit Open Office? Gut, Bundesgericht, wir sind Lausanne und Luzern. Die Rechner, die sind in Lausanne, die Benutzer sind verteilt auf beide Orte. 460 Arbeitsplätze. Was vielleicht wichtig ist, unsere Benutzer schreiben ungefähr 8000 Entscheide pro Jahr. Das sind 200.000 Seiten, multipliziert von drei- oder vierfach so viel in diesem Sinne. Weil wenn ein Urteil an die Parteien geht, geht es automatisch auch anonymisiert auf das Internet und so weiter. Das heißt, bei uns ist die Office Suite strategisch. Wenn die Office Suite nicht funktioniert, dann arbeitet unser Benutzer nicht. Unsere Strategie. Ich habe da geschrieben, IT-Strategie 2010. Unsere Strategie ist ungefähr so seit dem Jahr 1990. Ziel ist es, die qualitativ beste schweizerische Gerichtsinformatik zu haben, die wirtschaftlich ist und effizient. Das Thema Kosten-Nutzen ist immer ein Thema bei uns. Welche Funktion braucht der Benutzer überhaupt? Braucht er Gadgets oder braucht er eine Funktion, um den Text zu schreiben? Braucht er ein Wörterbuch oder braucht er 20 Wörterbücher und er nutzt nur eines? Kosten-Nutzer ist immer sehr wichtig. Sind Clients als Arbeitsplatzstationen, das schon seit 1992. Wir hatten ursprünglich in der Strategie nur drin offene Standards und sind von den offenen Standards zum Open Source gekommen. Soweit wie möglich beschaffen wir Open Source Software. Es ist nicht gratis Open Source und wir zahlen dafür auch. Aber wir zahlen nur für das, was wir auch brauchen. Das ist ein Unterschied mit anderen Welten in diesem Sinne. Dann, wir brauchen Redundanz bei strategischen Applikationen. Interne Applikationen, und da haben wir auch Schlagzeilen gemacht, interne Applikationen dürfen bei uns als Open Source publiziert werden. Wir haben Entwickler, wir schreiben Applikationen und wir haben eine solche publiziert. Politisch war es ziemlich mühsam, aber wir haben es gemacht. Ziel ist es, volkswirtschaftliche Nutzen. Wenn wir einmal etwas entwickelt haben, das jemand anders auch einsetzen kann, warum muss er für die Entwicklung zahlen? Das ist das große Fragezeichen. Hingegen, diese Applikation zu installieren, da braucht es Dienstleistungen. Diese Applikation zu supporten, da braucht es Dienstleistungen. Und das ist normal und das ist nicht gratis. Hingegen die Hauptentwicklung, das dreimal zu zahlen dafür, via Lizenzpreisen beispielsweise, das finden wir auch ein bisschen schade. Gut, wir haben seit 3 Monaten auch spezifisch ein paar Open-Source-Strategien eingesetzt in unsere Strategie. Das erste ist, und was wir schon seit immer leben, Abhängigkeiten zu externen Dienstleistern und Distributoren müssen gering gehalten werden. Ich schreibe da Dienstleistern und ich schreibe auch Distributionen. Wir wollen nicht eine Linux-Distribution, Applikationen, die darauf funktionieren. Und man weiß ja nicht, nach 3 Jahren oder in 4 Jahren, was die Zukunft, wie sie aussieht. Wir möchten dann diese Applikation einfach auf eine andere Distribution portieren. Und das sind unsere Gedanken, die gehen ziemlich weit in diesem Sinne. Dann, das ist sehr speziell bei uns, wenn wir proprietäre Software einsetzen, dann muss dies begründet werden, weil das ist klar, wir brauchen eine Software, ein Bedürfnis. Was gibt es Open Source-seitig, was gibt es in der proprietären Welt?
wo werden die Bedürfnisse am besten abgedeckt? Und wenn es halt bei einem Proprietären ist, dann muss es begründet werden. Lokalen Dienstleister für den Support, das ist für uns sehr wichtig, wenn eine Applikation strategisch ist. OpenOffice, wir kommen darauf, ist strategisch, wir brauchen Support. Dann Anzahl Produkte auf ein Minimum gehalten, das ist Standard. Was wir seit 4-5 Jahren versuchen, ist die Betriebssystem- und Browserunabhängigkeit, oder besser gesagt Browserabhängigkeit und Betriebssystem. Weil man kann Firefox kann funktionieren auf Windows, aber dann funktioniert das nicht auf Linux. Und bei uns ist die Überlegung immer, es sollte so weit wie möglich unabhängig sein, auch von der Plattform. Auf die Auswahlkriterien, die sind ziemlich Standard, gehe ich nicht weiter hinein, die stehen da. Wichtig ist natürlich auch, dass die Applikation verbreitet ist, wenn sie strategisch ist. Und immer versuchen, wenn es Open Source ist, nicht proprietäre Erweiterungen, dass diese genutzt werden müssen, weil sonst ist die Open Source Applikation langsam aber sicher auch proprietär, wenn Sie jedes Mal für die Migration auf die Proprietären schauen müssen. Wie sieht die Bucherkommunikation am Bundesgericht aus? Das ist seit letztem Monat. Wir haben auf dem Serverteil haben wir natürlich Mail-Server, Messaging-Server, Kalender-Server, das ist bei uns Zimbra. Dann haben wir für die Bürokommunikation haben wir ein Tool, das heißt Synlink, eine Applikation, die heißt Synlink. Red Hat ist das Linux-Betriebssystem. Synlink ist die Applikation. Synlink, für die, die das nicht kennen, das ist basiert auf TigerWNC. Das erlaubt, virtuelle Desktops zu haben. Und oben rechts, was uns heute interessiert, wir haben Apache OpenOffice, Mail-Tool ist Thunderbird und Firefox, das haben alle. Die eingesetzten Versionen. Die Wahl zum Open-Source-Produkt, die war dazu mal noch nicht Open-Source. Das war StarOffice Version 5.2. Im Jahre 2000, 2001 haben wir das gewählt, 2002 eingeführt. Warum haben wir StarOffice gewählt? Das waren die offenen Standards. Und wir hatten die Chance, Kontakt zu haben mit dem Support, mit den Entwicklern bei StarDivision dazu mal. Und wir hatten eine erste Alpha-Version mit dem XML-File-Format schon. Das war das SDW, aber schon in XML. Und das war für uns eine Sicherheit, weil wir wussten, dass wenn das Produkt, wenn es nicht mehr gibt, die Daten, können wir immer noch darauf zugreifen. Und das war für uns auch eine Risikoanalyse, die sehr einfach war in diesem Sinne. Dann 2008, 2010 sah es so aus. StarOffice 6, 7, 8, 9. Und dann hat dann Sun wurde aufgekauft durch Oracle. Dann hieß es auf einmal Oracle OpenOffice. Und was hat Oracle mit dem Produkt gemacht? Auf Wiedersehen. Also das war für uns kein Problem. Weil wir konnten dann das Open Source Produkt nehmen, Apache OpenOffice. Und das ist das, was wir heute noch einsetzen. Vielleicht interessant. Unabhängigkeit, Open Source gleich Unabhängigkeit eines Dienstleisters. Die Unabhängigkeit hat uns geholfen, weil Sun, Oracle, die haben uns den Support gemacht. Logisch, weil strategisch, wir brauchten jemanden, der den Support macht, wir zahlen auch dafür. Und dann, OpenOffice, ist es zu OpenOffice geworden, Open Source, was haben wir gefunden? Einen Dienstleister in der Schweiz, das war nicht Collabora oder ich weiß nicht, wie das heißt, das war Adfinisci Group, die uns heute den Support liefern, den wir brauchen. Vielleicht erste Schlussfolgerung, und das ist eine sehr wichtige. Die Abhängigkeit zu externen Dienstleistern und Distributoren müssen gering gehalten werden. Die Abhängigkeit sieht da so aus, oder? Aber bei Microsoft sieht es ab und zu auch so aus, oder? Deshalb muss man da wirklich aufpassen. Es stellt sich die Frage, wie leben wir mit der Kompatibilität zu Microsoft? Vielleicht das Erste. Der Bedarf einer kompletten Kompatibilität wird häufig geltend gemacht, aber selten bewiesen. Wenn ich jetzt ein Microsoft-Dokument importiere bei mir in meinem OpenOffice oder LibreOffice und das Logo 5 mm verschoben ist, den Inhalt kann ich immer noch lesen. Das ist in diesem Sinne kein Problem. Aber es ist klar, die Person, die unbedingt Microsoft will, die sagt dann, ja, aber das kann nicht sein. Oder das ist ein Produkt, oder?
Aber das ist in diesem Sinne kein Problem. Das andere, das sind die anderen Punkte, die wir tagtäglich leben. Dokumente, Austausch mit externen Stellen, PDF. 95% der Fälle ist PDF okay, weil die Informationen müssen nicht abgeändert werden. Wenn aber ein Arbeiten zusammen in Projekten mit Externen notwendig ist, zuerst einmal, wenn wir einen Dienstleister wählen, dann heißt es, Format der Dokumente ist ODF. Die Dienstleister sagen nicht nein. Dann haben wir schon mal kein Problem. Das ist das Erste. Das ist ganz einfach. Sonst arbeitet ihr nicht für uns, oder? Das andere ist, wenn wir mit der Bundesverwaltung arbeiten und es gibt Projekte mit Bundesverwaltung, dann ist es wichtig, dass man Vorlagen hat, wo man weiß, das funktioniert sehr gut in beiden Welten. Dann hat man keine Probleme, wenn man zusammen editieren muss. Dann haben wir auch ODF-Support in MS Office, das heute gar nicht so schlecht ist, im Gegenteil. Und was wir gemacht haben, wir haben in Thunderbird, aber auch in File Explorer, ein Conversion-Tool gemacht, das uns von Microsoft nach PDF konvertiert, direkt. Das heißt, es ist ein Server-Tool, das wir geschrieben haben. Man klickt auf das Dokument, rechte Mausknopf, konvertieren nach PDF und dann haben wir wirklich die komplette Kompatibilität im Layout. Das ist für diese Benutzer, die das wirklich Ursprungs-Layout wollen. Und das haben wir auch gemacht. Kurz. Ein paar kleine Tipps, wenn es Leute hier gibt, die einmal migrieren möchten oder das in Betracht ziehen. Zuerst einmal das Management. Wichtig ist, dass das Management die Vorteile sieht. Wenn das Management die Vorteile nicht sieht, dann müssen sie gar nicht anfangen, oder? Das ist klar. Und das eine, das heute noch vieles Management nicht versteht, ist, man erzählt, ja, Open Source ist gratis. Und wie kann man Geld machen mit gratis Software, oder? Und vielleicht müssen Sie unsere Präsentation mal hören. Wir zahlen dafür. Wir zahlen, okay, das, was wir brauchen, aber wir zahlen. Es ist normal, Dienstleistungen muss man zahlen. Und so kann auch eine Firma leben. Adfinis, die uns den Support macht, die leben von uns oder durch uns. Und das zahlen wir natürlich. Und eben vernünftige Kosten, nur das, wofür wir auch den Dienstleister brauchen. Dann lokaler Dienstleister ist wichtig. Wenn ich jetzt in der Schweiz bin und ich sage, ja, beim Migrationsprojekt, da gibt es 10 Firmen in Deutschland, die da helfen können. Ja, aber wenn sie nicht neben Ihnen stehen, wenn Sie sie brauchen, dann haben Sie ein Problem. Deshalb ist das wirklich wichtig. Vielleicht das Wichtigste auf Seite Benutzer ist zu definieren, was brauchst du wirklich für Funktionalitäten. Dann abchecken. Erlaubt das OpenOffice, LibreOffice oder nicht? Und wenn ja, okay, dann geht man. Dann wirklich nice to have gegen den need to have. Ein Team mit den Kompetenzen, Schulungskonzept muss auch angepasst sein. Bei uns am Bundesgericht, ein neuer Benutzer, der anfängt, 2 Stunden Schulung und dann ist er im Produkt drin. Aber nicht nur für das Produkt. Für die Integrationen in die Geschäftsapplikationen wird er dann geschult. Weil wie man fährt, wie man doch ab und zu muss man den Microsoft-Leuten oder Benutzern zeigen, wie man Formatvorlagen verwendet. Bei uns ist das nur via Formatvorlagen, der Benutzer arbeitet und nicht fährt, Schrägschrift und so weiter. Einfach das wird dann geschult am Anfang. Das ist vielleicht auch sehr wichtig. Eine Migration wird akzeptiert, wenn ein neues Tool kommt, aber auch mit neuen Funktionen. Sie müssen neue Funktionen dem Benutzer bringen. Und dann sagt er, ja super, diese Funktion hatte ich noch nicht. Und das erspart mir jetzt, ich weiß nicht, 30 Sekunden statt eine Sekunde. Und der Rest wird er vielleicht einmal vergessen, wenn es ein kleines Problem gibt. Aber er in der täglichen Arbeit neue Funktionalitäten hat. Und ganz am Ende, Fortbestand der Dokumente ist wichtiger als der Software. Ich habe hier 2, 3 Beispiele, was bei uns passiert. Wir haben auch ein System, so wie in München, wo man Standardvorlagen verwalten kann, wo der Nutzer die Vorlage anwählen kann. Und am Ende, das Urteil ist schon, es ist nicht richtig, ist schon 60-70%ig generiert, wenn es aus dem System kommt. Weil normalerweise weiß man schon, wie der Entscheid ausfallen sollte. Dann kann man anwählen, wenn er so oder so ausfallen soll. Wie wird er ausfallen? Hat man einen zusätzlichen Dialog, kann man auch schon die Kosten und das ganze Dispositiv, den ganzen Entscheidteil beispielsweise, ist schon generiert. Muss der Benutzer nicht mehr darüber denken. Haben wir auch Vorlagen von nur Texten und so weiter. Die Spezialität, die wir da haben, ist, dass das sind wie Autotexte, die man ja in OpenOffice hat.
Aber der Unterschied ist, wenn man den Text einführt, ist er markiert da und ist auch die Referenz am Rande. Was erlaubt das? Das erlaubt dem Bundesrichter, wenn er das Urteil liest, weil dieser Absatz musste nicht mehr lesen, weil das ist der Standardtext, der eingefügt wurde. Das ist ein bisschen das Problem, das man hat mit Autotexten, wo man diese Sachen nicht automatisch definiert hat. Dann muss man wissen, dass wir von Anfang an mit ODF programmieren. Wir profitieren vom XML-File-Format. Aber damit man profitieren kann davon, haben wir spezifische Absatzvorlagen definiert, auch die spezifischen Bereiche. Das heißt, die Struktur, wie der Benutzer die Informationen eintippt, die kann man automatisch dann auch aus dem XML herauslesen. Das ist ein kleines Tool, das wir geschrieben haben, um die Texte zu anonymisieren. Das ist eines, das publiziert ist als Open Source auf openjustitia.org. Und vielleicht, was haben wir, besser gesagt, was habe ich noch gemacht mit nicht OpenOffice, aber LibreOffice, ist eine kleine Software, die erlaubt die Trainings, ich bin Fußballtrainer auch noch da im Privaten, Trainingsplan und die Trainings automatisch zu generieren, wöchentlich. Diese Software wird vom kantonalen Waadtländischen Fußballverband eingesetzt, wo ich arbeite im Sinne von Trainer bin, wird aber jetzt in der Zwischenzeit auch im Kanton Fribourg, dann auch in Genf und. Ich wurde bezahlt, um die Software zu schreiben. Das war ein Preis. Ich werde jetzt nicht mehr bezahlt für das Weiterkopieren der Software. Weil das sind dann die kantonalen Verbände, die dann noch Dienstleistungen offerieren möchten und so weiter. Nur um zu sagen, ich wurde einmal bezahlt, ich war zufrieden. Warum muss mir ja jetzt jedermann wieder bezahlen, 50 Franken oder 20 Franken, wenn jemand anders die Software kopiert? Ich wusste es, ich mache es so. Und das ist für mich kein Problem. Und so sieht am Ende ein Training aus, ein Trainingsblatt aus. Kurz jetzt zum Wichtigsten. Sie wissen, wie wir arbeiten, was Sie machen, warum wir das machen in diesem Sinne. Ist eine große Fragestellung bei uns, OpenOffice oder LibreOffice, nicht nur bei uns, auch bei anderen, denke ich. Ich habe da OpenOffice Apache, das ist für mich, für Firmen gibt es nichts Besseres, ich übertreibe es, weil unsere Applikation habe ich auch als GPL publiziert. Aber Apache, das ist erprobt in der Businesswelt, kein Problem. Stabilität ist ein wichtiger Punkt. Enterprise Ready ist auch ein wichtiger Punkt. Man sieht, etwas, was wichtig ist, ist, wir haben eine Release und wir wechseln nicht jede zwei Wochen die neue Release mit dem neuen Feature und so weiter. Das interessiert uns als Firma nicht. Das ist auch wichtig. Ich habe das extra so geschrieben, oder? Android-Tablet wird unterstützt. Die Software, die ich privat geschrieben habe, die kann auch auf dem Android eingesetzt werden, weil es gibt ein Android-OpenOffice, für die, die es noch nicht wissen. Bei LibreOffice warte ich immer noch. Und am Ende kann ich auch noch sagen, Apache, IBM ist dahinter und so weiter, das ist auch ein wichtiger Punkt. LibreOffice gibt es auch positive Sachen natürlich, die Filter sind besser dort. Warum sind sie besser? Weil auch das Bundesgericht da eine Leistung dazu, wir haben auch das finanziert in diesem Sinne. Was wir aber wollten, ist nicht nur LibreOffice, aber auch OpenOffice, oder? Momentan sind gewisse Sachen leider nur in LibreOffice. Regelmäßige neue Features, das ist genial, immer neueste Sachen. Es geht so weit, dass die neuen Sachen von OpenOffice automatisch auch hineingenommen werden. Ich werde nicht weiter darüber Überlegungen machen, weil das kann gefährlich werden. Dann wird das Ganze durch die Community getestet, was ich bei Apache vermisse, bei OpenOffice in diesem Sinne. Ich habe nicht die letzten Release auf der Community einfach verfügbar. Und es gibt in Theorie auch mehr Contributor. Für mich ist die Open Source Office Suite, heißt ja so bei mir, und es ist nicht Open Source Office Suites, ist Office Suite. Open Office ist gut. LibreOffice heißt es hier heute, ist besser, weil wenn ich an eine Open Office Konferenz gehe, heißt es, ist das das Gegenteil, oder? Natürlich, LibreOffice ist besser. Am besten wäre aber ein openlibreoffice.org, dass die Sustainability Foundation verwalten würde, oder? Und für alle, nicht nur für den Endbenutzer, auch für uns, Verwaltung, Enterprise-Applikationen und so weiter. Wir haben gehört, Enterprise-Support. Ich habe eine Erfahrung gemacht, ich habe mehrere gemacht, aber ich habe OpenOffice und ich habe LibreOffice. Ich versuche beides, weil ich sehe klar, Filter sind besser in LibreOffice, andere Sachen in OpenOffice.
Aber das, was ich gemerkt habe, ist, Stabilität ist heute besser bei OpenOffice. Und für eine Firma ist Stabilität sehr, sehr wichtig. Aber wie gesagt, gut, besser, aber das Beste wäre zusammen. Und für mich, die Zukunft sollte so aussehen. Nicht OpenOffice, LibreOffice, Microsoft. Weil heute auch bei der Vorbereitung der Präsentation, und das ist kein Witz, ich habe meine Präsentation unter OpenOffice vorbereitet, habe sie dann getestet mit LibreOffice letzte Version. Ich musste sie testen, um sicher zu sein, dass das Layout stimmt. Und heute sind wir so weit, dass wir zwei inkompatible Applikationen anfangen zu haben. Und ich denke, es ist der letzte Moment, dass das gewechselt wird, weil man sprach, zusammen soll man entwickeln, Ressourcen zusammenbringen. Aber das macht man, so passiert das heute. Und deshalb denke ich, das ist die Message, oder? Das sollte man immer im Kopf behalten. Weil es ist nicht LibreOffice besser, es ist nicht OpenOffice besser. Das Beste ist beides zusammen. Und vielleicht noch ganz am Ende, und das ist unsere Philosophie seit 15 Jahren, die muss ich immer bringen. Im Open-Source-Umfeld, wenn meine Anforderung eine Banane ist, bekomme ich eine Banane. In der Closed-Source-Welt, wenn ich eine Banane brauche, bekomme ich oft den Gorilla dazu, den ich gar nicht will. Voilà. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht auch noch ein Sprichwort, das man behalten kann. Open Source is not the solution, but there is no solution without open source heutzutage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.